Ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Angezockt. So wie ihr gesehen habt, gerade Pathologik 2. Die wollen wir jetzt mal anzocken. Ich habe es in HDR hier verfügbar, also ich sehe es und spiele es in 4K mit HDR auf der PS4. Ich werde es nicht komprimieren, also ich werde es nicht bearbeiten, kein Intro, kein Outro machen, damit ihr halt so nah wie möglich an der Qualität seid, wie ich bin. Bloß ohne HDR, weil es geht nicht mit HDR aufnehmen, es geht, wenn ich die Kamera habe, es geht nur ohne HDR. So, ich werde aber die Kamera noch ein bisschen ranzoomen. So ist besser. So. Na, ihr seht eigentlich das gleiche wie ich. Ich bin damit eigentlich so zufrieden. So. Settings, Language. Ist das Russisch? Ich weiß es nicht. Ja, dann lassen wir das alles mal auf Englisch. Audio, Musikwertigkeit runterregeln. Effekte lassen wir, Voice lassen wir, Master lassen wir, dann machen wir noch auf 40. Das ist nicht so, oh nein, können wir doch 50. Damit war nicht da in irgendeine Bredouille kommen. Laden kann ich nicht, hab's noch nicht gespielt. Wie gesagt, angezockt. Wir zocken es jetzt das allererste Mal. Bin mal gespannt. Also vorhin habe ich mir so eine halbe, dreiviertel Stunde wollte ich es anspielen. Will auch nicht zu viel davon verraten. Wir wollen uns ja nur den ersten Eindruck zu Gemüte tun. Oh, ist aber sehr düster. The play is afoot. Scheiße, alles Englisch. Ich weiß ja nicht, was ich machen soll. Mist. Ich habe gedacht, wenigstens in-game irgendwie so ein bisschen Deutsch. Whichever finger bleeds, the whole hand aches. Gut, da werden wir dann halt nicht so lange anzocken, wir werden ein bisschen rumlaufen. Die Grafik finde ich gar nicht mal so schlecht. Was bist du denn? Nichts machen. Sie auch gar nicht. Ich komme ja nirgendwo weiter, doch jetzt. Okay, das ist die Karte. Ja, aber das bringt mir nichts, wenn ich nicht verstehe, was die von mir wollen. Das ist halt das Problem. Vielleicht kommt ja nochmal ein deutscher Untertitel dafür oder so.
verdammt düster, ey. Ganz beklemmendes Gefühl, das Spiel. Musik ist gut gemacht. Sehr beklemmendes Gefühl beim Spielen. Aber es bringt mir nur ständig nicht, wie soll zu machen, was die von ihm wollen. Ständig, ja, jetzt geht's. The feet go slow and the head's full of snow. Also ich kann nicht gut Englisch, also ich weiß nicht, was die von mir wollen, Leute, ehrlich gesagt. Imagine a sphere. See it in your mind's eye. To climb out of the pot, you'll have to burn your hands. Ich hoffe, dass das irgendwann mal in Deutsch kommt.
So hat das echt für mich persönlich keinen Arsch, muss ich sagen. Ich weiß nicht, was ich machen soll und wo ich hin soll und was ich... Ich schon gar nicht, was ich mache. Jetzt bin ich in einem Waggon. Das war der Ton aber auch ein bisschen leiser, muss ich sagen. Ich habe keine Ahnung, was hier vor sich geht. Na, mal sie. Ich bin nur falsch. Da würde ich dann hier auch abbrechen. Weil Leute, so hat das echt keinen Arsch. Weil ich weiß nicht, was die von mir wollen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Aber so, die Stimmung im Spiel ist sehr düster. Die Art vom Spiel gefällt mir sehr gut. Und auch eben die Musik, die war auch richtig cool gemacht. Wenn da jetzt noch Deutsch wäre, muss ja nicht eine deutsche Audio sein, aber wenigstens Deutsch zum Lesen. Die Katzen jagen sich gerade. Wir sind Deutsch zum Lesen, dass ich weiß, was die von mir wollen oder was ich machen soll, dass ich wenigstens ein bisschen was weiß, wäre schon nicht schlecht. Finde ich jetzt so ein bisschen schade. Aber für die, die gut Englisch können, für die ist es bestimmt was, denke ich mal. Weil von der Machart her finde ich es richtig cool gemacht und auch düster. Ja, mehr kann ich dazu jetzt leider nicht sagen. Link packe ich euch dazu in eine Videobeschreibung aus dem PSN raus. Ich bin dann erstmal weg. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Ahoi. Sagt euer Odin.